So, willkommen bei Brutale Legend. Ja, wir waren letztes Mal stehen geblieben bei den heißen Weibern und wir hatten eigentlich einen Angriff und wir sollen eigentlich so schnell wie möglich da, wo die Scheinwerfer hinscheinen. Da würde ich jetzt machen, aber ich würde sagen, nehmen wir gerade auch nochmal die paar Minuten und gucken uns mal an, was sich hier eigentlich alles komplett verändert hat. Man sieht, Waffentest. Und ich Headbang-Testing. Genau. Boah, das hat sich ja extrem hier alles verändert. Da ordentliche Lichtmaschinen. Paar Headbanger. Oh, einmal Assassin's Creed hatte ich. Nee, das hatte ich schon. Ja, ich würde sagen, einmal komplett umrundet haben wir. Rennen wir auch mal kurz den Headbangern hinterher. Hört ihr das? Zwar nicht das, aber eben das. Auf dem Dixie-Klo pfeifen ist auch gut. Tut mir leid. Genau da ist der Chopper, den ich eigentlich gerade gesucht hatte. Der Schöne. So, ja. Da ist gerade was zerteppert. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was da jetzt kommt. So, ja. Lars und unser Techniker, denn ich weiß, dass er ein Techniker ist. Is there something? This is the direction they'll attack from, you think? Yes. From there. Then this is where we'll build our stage. Home. I think we got enough stuff here to put on possibly the best rock show ever. A show? Hey man, where I'm from, this guitar makes noises. Here, it blows stuff up. So I can't wait to see what a full-on rock show does. Yo. Young man, welcome to the road crew. Get some friends, we got stuff to do. Now? Hmm. Wir haben ein neues Crewmitglied und sagen jetzt, wir beginnen die Rockshow. Die beste Rockshow yes, aller Zeiten. Now. Right on! Oh? Wow? Okay, rear floods. Rear floods. Scheinwerfer. Nice. Okay, side pots. Side pots. Awesome. Okay. Glowing people? Check. Wait, where's the button for glowing people? Glühende Menschen? Hm? Whoa. By the Titans. I've heard stories. Was für Legenden? The Titans were said to have summoned a force from deep within the ground with special rituals. Chants and music long forgotten. They used this force to power their entire civilization. They do seem to have an energy about them. Cool. They're fans. They've come for the show. And okay. Yes, with the energy of the fans, we can do anything. They look bored. Sie sind gelangweilt? I can fix that. Verteidige die Heimatbasis. I think we shall be victorious today. Okay. Drück Q und... Ah! Fan-Mine. Ich wollte das, glaube ich, heißen. Okay. Is there something in my teeth? Wow! So oh, fuck. Yeah! They're definitely our fans now. Super! This is what it's all about, guys. The fans. Be true to them, and we can never go wrong. The more fans we have, the bigger shows we can put on. All they need from us? Rock. Oh, and merchandise. Quick, Mangus. We need to build a merch booth. Fans are gonna want t-shirts, posters, maybe hats. Okay. Also bauen wir jetzt für unsere Fans sozusagen eine Fanmeile, würde ich sagen.
Wow! Coole Sache! Und sie fließen in unser Stonehenge. You see, Mangus, band merchandise is like a wedding ring. It's a material thing, yes, but it's also a symbol of a deeper devotion that helps remind you... White's men have been seen approaching the field. What? What should we do? All right, it's showtime, folks. Everybody to your stations. Mangus, get in your booth and I'll call you when it's time to send someone to the stage. Boss, I'm already in the booth. Der Typ ist schnell. Right, well, let's get some headbangers out here. Okay, Fangeisiere. Fangeisiere erwachen zum Leben, sobald ich in der Nähe eines Rockbühne errichtet wird. Okay, ich lese jetzt nicht vor. Ihr alle kennt meine Sachen, wenn ich vorlese. Ich denke, es ist klar, Fangeisiere sind unsere Einnahmequelle für unsere Show. So, jetzt soll ich Tab drücken. I hate standing around. Cool, ich kann einen Headbanger bauen. Send some headbangers to the stage right now. Headbangers coming right up. Okay, Headbangers werden gebaut oder rausgeschickt. Eins von beiden. Ah, look at the lads. Nothing on their minds but the battle before them. Awesome. Okay, how about some of Ophelia's razor girls? Okay, jetzt kommen die Ausreißerinnen. Nee, halt, falsch. Da. Mangus, get those razor girls set up backstage. Check, give us a sec. Now we're cooking. Okay. The enemy could be anywhere. Da kommen unsere Razor Looking girls. Good girls. It's like they're born warriors. I know. Yep. Or Ophelia. I think I'm gonna okay. Cry. Mangus, equip the stage for Thunderhogs. Thunderhogs, check. Okay, nee, halt da. I'm Mangus, Thunderhog, a Thunderhog out here. Hey. One Thunderhog coming up. Plätze und Fans. This is one crazy Einnahmequelle day, fellas. Und Platz. Interessant. Killmaster. I feel hey, better already. Well, I do all that. Marching up to war. Okay. Ich würde sagen, noch mal Headbangers. Mangus, more ladies. Armed ladies. Coming your way. It's a day in the mines, am I right? Ich würde sagen, machen wir noch mal Fangers hier. You remind me of me when I was yours. Okay. Gut. Die nächsten Fans werden hergestellt. Dann kriegen wir ordentlich Ressourcen. Oder was sagt? Ich würde eher sagen, Fan. Okay, ich denke, wir haben uns gerade fertig. Wow. Now that is what I call an army. This is gonna be a bloodbath. Well, some sort of bath is definitely in order. Lars Halford, why are you poaching my employees? Your former slaves are revolting, Lion White. Just like your Lion clothes. White, heißt we'll see about that. The more sophisticated miners have remained in my employ, as have the girls who know what's best for them. What? And Killmaster, even some of your own men have decided that there is profit to be made from those little spiders of yours. Oh, das ist immer sauer. Are you done talking? I'd like to get this over with. Don't worry, this won't take too long. I know how to handle petty labor disputes. Okay. Dann würde ich sagen. Eddie, lift me up. Hey, sie greifen unsere Fans an. You should be ashamed of yourself. Go get them. Würde ich sagen, Angriff. Yep. Jo, und ab geht's mit der wilden Schlacht. Hey, lass immer die Ladies in Ruhe. So, zitter, alle. Ah, oh, schöne Musik. Jo, die Ladies feuern aus allen Rohren, was sie haben. Ah, da. Der Chopper heilt ordentlich. Was? Hab ich was im Rücken abgekriegt? Eddie, what is it? Nothing, I think I just got shot in the back. Is there something stuck in there? Could you pull it out? Nein? I think whatever hit you, it's gone. Don't worry about it then. I'm sure I'll feel better after I kill some guys. Würde ich auch sagen. Ab in die Schlacht. Eddie! More dudes on the way! Which direction they coming from? From the far side of the field! They're coming around that big guitar statue! Okay. So, like 11 o'clock? No, right now, man! Right now!
11 o'clock is the direction, Mangus. See that dial on your soundboard with 12 on the top? Oh, so that's what that's for. Ah, okay. Yeah, man. Bad dudes at 11 o'clock. Okay. Okay. Ah, da kommen sie! Oh, hey! Okay, umgehauen. Okay. 10 o'clock! Yeah, mit der Musik klappt es gerne kämpfen. Oh, you! What's wrong with you? Have I just about enough of you? Everything in that general direction must okay. die! Okay. Just destroy! Da sind sie! Angriff! Wie wär's mit einer Runde Gesichtsschmelze? Einmal Gesichtsschmelze, bitte! Yeah! Aua! Aua! Oh, man. Kill Master! No, no, no. Yeah, Chopper! Hey, lässt du unseren Kill Master in Ruhe? Nein! Unser Kill Master! Dann würde ich mal sagen, bauen wir uns einen neuen. Ob wir das lustig klingt. Bauen wir uns einen neuen Killmaster. Das ist ein Pyro. I see somebody. Not friends, not friends. Okay. 11 o'clock. Da-da. I need something to smash. Wir wollen unsere Fans angreifen. Das lassen wir nicht zu. Yeah, I'm Flomo. No, sir. Lay wait. Got you. I was just thinking. Yahoo! Mit dem Getümmel. That's enough out of you. Oh, what's this amazing thing? You don't get me. Yeah. Looking dudes headed for us, man. 1 o'clock! Oh man, hier, wie kurz wird denn der Angriff noch sein? Everything in that general direction must die! Okay, einmal so eine Gesichtsschmelze, bitte. Yeah! So, schon sind wir die Nahkämpfer los. Oder Krötenfall. Der Killmaster schon wieder? Yeah. I'm a splatter. Oh jeez, this looks bad. I see a lot of dudes, Eddie. Ay. Das werden ja mal mehr. All right, I'm the wiener, you're the butt. Come on over and let's have fun. Gotcha. Los, mit uns kommen. Yeah. Einmal machen kommen. Bring me their head. Die beste Waffe ist immer noch. Yeah.
Und nochmal. We need a bassist out here to heal the wounded. No one cares, my friend. No one helps me. Yeah, heavy metal. Sollen wir wieder ein paar Truppen nachbauen? Yep, sowieso. Ja, okay, wir haben brutales Ziel. Oh, enough. I've never liked this town anyway. I don't know what's gotten into you, Lars, but I know one thing. You will regret what you've started here. Das nenne ich mal einen schönen Sieg. For too long we have lived in pits, waiting for good fortune to trickle down to us. But our days of waiting are over. We will not sit here and let Lionwhite decide what happens next. We will gather up this great army and take it on the road. We will march on Lionwhite and free every man, woman, and child in that city. And then, we will bring it crashing to the ground. Yes. Yeah, I would say... So you're like one of them handy types, I take it. Pack her up quick. I'll be back soon and we'll hit the road. Okay. Copy that. Wow. Wo kann man das Auto kaufen? Hi, Eddie. Okay, wir müssen eine Vernichtungstour starten. Das will ich aber erstmal kurz auf die Karte gucken. Was haben wir? Verdi-Angriffe, Todesbühne, Todesbühne, Schlachtmeister, ach ja, das war ja das. Todesbühne, Ironheads, Schleichtangriff. Ah, okay. Beschütze seine Truppen, okay, das machen wir dann. Ist jetzt die Frage. Halt. So, ich würde sagen, wir starten mal zuerst die Vernichtungstour. Aber erstmal reden wir auch erstmal eine Runde mit dem. You guys really saved a lot of dudes in that battle. Just glad they like the music, man. Yeah, würde ich auch sagen. How do you think the battle is going? Was sagen unsere zwei hier? You sure you want to march on Lionwhite? We shall take it to where he lives, Edward. Okay. Was hat sie? Hey, why aren't you practicing? Mangus packed up my dummies. What's the recoil? So, was sagt battle, didn't you think? Eddie, this is the army I always dreamed we'd have. I can't believe it's finally coming together. Sie ist Realität, würde ich sagen. Good job today, you guys. Thanks. Yep, würde ich auch sagen. Gute Arbeit. Ihr macht Zielübungen, das ist auch gut. Watch your breathing. Mangus, nee, starten wir noch nicht. Ich will es ein bisschen rauszögern. You guys ready for the tour of destruction? Yeah. Think they'll let me drive the bus? Raw Patrol! How long do you think I should let my hair grow? Okay. Ich würde jetzt sagen, die erste Folge wird jetzt ein bisschen kleiner, ich weiß, aber jetzt die Vernichtungstour wird jetzt was Besonderes und das will ich euch eigentlich nicht vorenthalten. How long do you think I should es wird noch sehr, sehr interessant und wird auch jetzt richtig geil. Deswegen machen wir jetzt etwas früher Schluss. Ich mache die nächste Folge auch in etwas länger für euch. Okay? Gut, dann sage ich mal, die Vernichtungstour startet in der nächsten Folge.